11 Figuren wurden bisher vorgestellt aus Fontaine, die wahrscheinlich spielbar werden. Und ich wollte dieses Video einmal dafür nutzen, um euch vorzustellen, auf welche ich mich absolut freue. Und wo ich mir denke, ey, yo, die könnt ihr auch eigentlich skippen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und natürlich freue ich mich, falls ihr sagt, ey, ihr schreibt das Ganze mit, guckt, was eure persönliche Top 11 ist und schreibt es am Ende in die Kommentare. Der Grund für dieses Video ist auch ein Video von Remus. Er hat auch seine Top 11 eingerankt. Ich sehe den einen oder anderen Punkt anders als er. Und deswegen fand ich das Ganze spannend, auch wenn es durch die 4.0 sich etwas verschiebt, weil ich jetzt einige Figuren persönlich kennengelernt habe. Aber das werde ich im Video erklären. Und wir schnacken nicht an und fangen an mit Platz 11. Premiere, meine lieben Freunde. Er ist, glaube ich, die Figur seit Genshin Impact 1.0, auf die ich mich am absolut wenigsten freue. Noch nie fand ich eine Figur so interessant wie ihn und bin mittlerweile sogar so kurz davor zu sagen, ich mache nicht einen einzigen Pull in einen Rerun-Banner, weil ich keinen Bock auf ihn habe und irgendeinen Primer auch nur für ihn verschwenden möchte. Denn er hat einfach für mich persönlich ein langweiliges Aussehen, hatte dann einen langweiligen Charakter in der Story und sein Gameplay ist absolut langweilig für mich, denn jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse den Playstyle von Main DPS 2 an Charakteren und liebe er die schnellen Einhänder oder ähnliches. Bedeutet, er ist ein Main DPS 2 an Cryo-Charakter, der so ein bisschen auf Cryo Razor macht und dann wahrscheinlich einfach hofft, dass er noch irgendeine Elektro-Unit in sein Team kriegt. Ich finde einfach alles von vorne bis hinten an ihm interessant und habe gar keinen Bock auf ihn. Mal sehen, ich habe mir noch nicht entschieden, wir werden das Ganze noch uns überlegen, denn eigentlich pulle ich jede Figur und kann ihn aus Prinzip dementsprechend nicht skippen, aber ich möchte kein Geld für ihn ausgeben. Doch, ihm beiseite, das ist hier noch Platz 11 und wichtig, bedeutet, ihn möchte ich gar nicht so fokussieren und genauso auf Platz 11 fand ich ziemlich uninteressant. Ich weiß nicht mehr, wenn sie ausspricht. Figurine, es wird ja alles französisch ausgesprochen und ich bin ein absoluter Französisch-Noob, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile von meinen anderen Videos wisst und wie ihr nach diesem Video aufgrund der Aussprache der einzelnen Figuren auch wissen werdet. Aber von ihr haben wir ja nur eine kurze Szene gesehen, wo sie so eine Tasse Tee rüberschiebt und so ein bisschen mit Grizzly spielt. Und diese Szene war zwar ganz nett, aber grundsätzlich hat sie nichts Besonderes an sich, wo ich jetzt sage, ey geil, die Figur möchte ich unbedingt haben. Vielleicht ändert sich das noch aufgrund der Story, aufgrund ihres Kits oder ähnlichen. Aber jetzt gerade war sie halt einfach nur einer von den eher kleineren Charakteren in Genshin Impact, wo ich die anderen irgendwie niedlicher finde. Ich fand so eine Nahida niedlich, eine Klee niedlich und sie hat halt noch nichts, wo ich sage, ey yo, deswegen finde ich sie super niedlich. Aber sowas kann gerade mit der Story sich ganz, ganz, ganz schnell ändern, dass sie sich weit nach oben explodiert und ich sie genauso gern mag wie Klee einfach aus Prinzip. Und nach diesem Platz 10 fängt es tatsächlich schon an, schwierig mit den nächsten 4-5 Figuren zu mich zu werden, welche ich wo einranken möchte. Aber ich glaube, für mich auf Platz 9 ist Navia. Die hat auch einen ziemlich großen Hate in meinen Streams abbekommen. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich zu ihr steht. Ich hatte viele, die gesagt haben, sie mochten sie vor der 4.0 nicht. Und jetzt, nachdem sie sie in der Story erlebt haben, mögen sie sie sehr gerne. Das war, glaube ich, so das Größte, was ich in meinen Streams zu ihr mitbekommen habe. Aber grundsätzlich, ja, sie hat mal Gefühle gezeigt in Genshin Impact in der Story. Aber sie ist einfach nicht mein Typ von Figurendesigns, die ich gerne mag. Und deswegen ist sie auch aktuell eher ein bisschen uninteressant für mich. Gleichzeitig ist sie halt aktuell eher eine Geo-Userin. Geo ist für mich persönlich jetzt nicht das Element, dass ich absolut rocke und komplett der Geo-Main bin, sondern ihr wisst, ich bin mittlerweile Elektro-Dendro-Main. Bedeutet, ihr Element passt auch so gar nicht in meinen Spielstil rein. Das ist eher dann für andere, weswegen sie auch von vorne bis hinten eigentlich schreit, ey yo, ich bin für dich, Sonius, als Spieler uninteressant, aber gleichzeitig super wichtig anscheinend für die Story und deswegen auch gleichzeitig wieder interessant. Aber ich bin ja gespannt, einfach wo ihr sie einordnet, weil ich zu ihr wirklich alles gehört habe von ich liebe sie bis hin zu ich hasse sie und es hat sich komplett gewandelt, während ich die Story gespielt habe. Und auf Platz 8 würde ich eine alte Bekannte Charlotte setzen. Die kleine Reporterin mit ihren rosa Haaren, sie sieht ganz niedlich aus, ist jetzt auch nicht so eher mein Ding, bedeutet, sie ist einfach nur eine Figur, die da ist. Aber so rein von dem, was wir von ihr kennengelernt haben, fand ich sie eigentlich sehr nett. Bedeutet, sie ist für mich jetzt auch eher nicht so ein Top-Character, sondern eher einer von den Netten. Und wenn ich darüber rede, fällt mir auf, es ist schwach zu sagen, dass 9 und 8 mir schwierig fielen. Die sind wirklich für mich 9 und 8. Dadurch, dass sie einfach nicht so krass interessant für mich sind und nichts haben, was mich irgendwie sagt, ey, yo, das findest du spannend, du musst mehr über diese Figur wissen. Sondern sie sind halt einfach da und sind Figuren, die ich am Ende wahrscheinlich spielen werde, wenn sie natürlich so, wie sie jetzt gerade sind, Pulver werden, wovon ich ausgehe. Aber ich glaube, Platz 7 könnte den einen oder anderen verwundern, denn da packe ich für mich aktuell noch Risley rein. Ich weiß nicht, wie man ihn perfekt ausspricht, ihr wisst es von mir. Aber er hat für mich auch nichts, was mich catcht, wo ich sage, ey, yo, ihn muss ich haben. Ich habe ihn in der Story noch nicht kennengelernt. Bedeutet, ich habe nur seinen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer gesehen, wo er auch wieder mit der Tasse spielt und ähnliches. Vom Designer erinnert er mich total an Sampo aus Honkai Star Rail. Und keine Ahnung, ich bin nicht der Husbando-Jäger, bedeutet, er hat auch so nichts, dass ich sage, ey, aufgrund des Optischen brauche ich dich oder ähnliches. Er hat also auch noch nichts Interessantes an sich, aber wirkt dadurch gleichzeitig mysteriös, weil er in der 4.0 ja noch keine große Rolle hatte. Bedeutet, er wird irgendwas Zentrales
für den Knackpunkt der Story haben. Und das wiederum finde ich sehr, sehr geil und bin sehr gespannt darauf, wie sein Charakter wird. Dadurch kann sich das Ganze natürlich noch grundsätzlich sehr stark ändern, dass ich sage, aufgrund des Charakters, aufgrund der Lore-Einbindung landest du viel weiter oben. Aber jetzt gerade fehlen mir einfach die Informationen zu diesem Dude, plus dass ich sein Design halt einfach nur wie normales Design finde. Dementsprechend hat er auch nichts Interessantes für mich, aber ich glaube, er wird wichtiger und spannender für die Story, als eine Charlotte beispielsweise ist. Und wenn es um Wichtigkeit geht, natürlich müsste ich Nubia noch umballern, aber sie hat nichts großartig Interessantes in der Story für mich, außer dass es sehr emotional ist und dass sie diesen Fall aufgelöst hat. Dann machen wir weiter mit Platz 6 und das ist die erst neu releasede 5-Sterne-Figur Line, meine lieben Freunde. Aus seinem Namen kann ich nicht aussprechen, aber er ist für mich persönlich auch ganz weit nach oben explodiert aufgrund der Story. Ich weiß nicht, wo ich ihn vor der 4.0 einsortiert hätte. Wahrscheinlich auch irgendwo so in der Gegend 6, 7, 8, denke ich mal. Aber grundsätzlich ist er ein super Charakter. Sein Kit ist absolut spaßig. Sein Auftreten in der Story ist sehr überzeugend. Er macht eine sehr gute Show. Bedeutet, diese Zaubershow war sehr cool. Auch wenn er gleichzeitig wieder sich ein bisschen unsicher wirkte, als es dann hieß, ey yo, ich gehöre doch zu den Fahrtüren. Und auf einmal plötzlich die Reisende auf komplett Aggressionsmodus gegangen ist. Aber ich finde ihn sehr nett. Ich finde es sehr cool, wie er zusammen mit seiner Schwester eingebunden wird. Wie die einfach quasi so als Paar, als Team eingebunden werden. Gleiches Denken, bloß der eine introvertiert, der andere extrovertiert. Und mal so einen Zauberer zu haben, finde ich auch eine nette Nebensache. Dadurch haben wir einen Charakter, der sich einzigartig anfühlt, ohne dass er einzigartig gemacht wird durch random Sachen, sondern durch sein Hobby. Und das finde ich sehr nett. Ich finde es wichtig, dass wir unser Hobby ausleben. Bedeutet, ich lebe ja auch mein Hobby mit YouTube und Twitch aus. Auch wenn ich dabei natürlich trotzdem super dankbar darüber bin, falls ihr mich unterstützt durch beispielsweise ein Abonnement oder wenn ihr noch krasser seid, könnt ihr Kanalmitglied werden. Das startet nur bei 1 Euro im Monat. Das ist nicht mal ein Kaffee, falls ihr was trinken geht. Bedeutet, ich würde mich super freuen, falls irgendjemand von euch mich supportet. Kanalmitgliedschaft seht ihr unten im Video. Könnt ihr einfach draufdrücken. Vielen Dank an den Support. Aber dadurch, dass eben dieses Hobby bei ihm ausgelebt wird, bin ich von ihm überzeugt und mag ihn einfach als Figur. Plus, dass er spielerisch einfach so krass Spaß macht aktuell. Aber das ist halt einfach die rosarote Brille der 4.0 wahrscheinlich. Genauso wie es die rosarote Brille bei unserem Platz 5 des heutigen Videos ist. Und das ist Lynette. Ich wusste nicht, wen ich eher auf 5 und 6 einsortieren soll, dadurch, dass die für mich sehr stark zusammengehören. Die eine introvertiert, der andere extrovertiert. Ich habe mich jetzt persönlich eher dafür entschieden zu sagen, ich packe auf Platz 5 für mich die Introvertierte. Keine Ahnung, aber ich fühle bei ihr irgendwie mehr mit, weil ich auch eher so der introvertierte Typ bin. Bedeutet, in ihr sehe ich mich eher als in ihm. Und ansonsten gilt für sie genau das gleiche wie für ihn. Sie lebt ihr Hobby, beziehungsweise vielleicht macht sie das auch alles nur, weil sie muss. Aber es war ja damals, haben sie in der Story erzählt, auf jeden Fall ihr Hobby. Sie lebt dementsprechend ihr Hobby und auch aus spielerischer Sicht ist ihr Kit sehr genial in der Kombi mit Yunei, dadurch, dass die Ult ja die Gegner tauntet und man die so perfekt dadurch miteinander kombinieren kann. Das macht mir crazy viel Spaß. Also, sie hat mich überzeugt und hat sich dementsprechend auf Platz 5 hochgearbeitet. Aber ich glaube, auch vom Design her hätte ich sie mehr gemocht als viele der Figuren, die ich erwähnt habe, wie Charlotte oder Nubia oder ähnliches. Bedeutet, ich glaube, sie wäre auch da gelandet ohne die 4.0 ungefähr. Doch Platz 4, meine lieben Freunde, ist mal einer der Plätze, der runtergegangen ist aufgrund der 4.0-Story und das ist Furina. Unser Hydro Archon. Ich war absolut gehypt, war super begeistert, als ich das erste Mal gesehen habe. Finde ihr Design immer noch absolut genial, aber ich finde halt andere Designs auch absolut genial. Finde aber die Einbindung in die Lore der einzelnen Charaktere bisher besser von den anderen Figuren, die gleich kommen, als ich sie eben von dieser Furina finde. Und das ist mein großes Problem. Ich dachte im allerersten Moment, boah, ist die arrogant. Aber sie wirkt nicht so, als wäre sie so richtig narzisstisch arrogant. Das dachte ich sofort vom ersten Moment an. Das war nicht der Narzissmus. Als sie quasi eine Niederlage einstecken musste, hat sie die Niederlage auch angenommen. Aber trotzdem hatte sie ja gleichzeitig einen pompösen Auftritt. Später hat man dann gemerkt, das war alles eine Schauspielerei, sie hat das vorbereitet und ist eigentlich doch eher der super unsichere Mensch, doch keine Ahnung, wirkt extrem jung, als wäre sie gerade noch irgendwie im Leben angekommen oder ähnliches, während sie eigentlich schon 500 Jahre alt ist und voll weise sein müsste oder ähnliches, aber sie ist halt erstmal nur da aktuell und hat dazu halt einen Charakter, der einfach extrem viel Unsicherheit ausstrahlt, obwohl sie das als Hydro Archon nicht haben sollte, obwohl sie das als so wichtige Persönlichkeit in ganz Fontaine nicht haben sollte und obwohl sie es nicht haben sollte, wenn sie seit 500 Jahren über diese Welt läuft. Also diese Unsicherheit hat mich sehr, sehr, sehr verunsichert, was ich von ihr halten soll. Und ich bin gespannt, wie sich ihr Charakter entwickelt in der 4.1, 4.2 mit der Hauptstory, wenn sie wichtiger werden sollte, weil sie mich schon enttäuscht hat, als beispielsweise nicht eingesprungen ist. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, sie für mich aktuell noch auf Platz 4. Während Platz 3 das Gegenteil zu Furina ist. Platz 3 hätte ich viel weiter unten eingerankt, aber durch die 4.0 hat er sich nach oben katapultiert. Und das ist Nuvillette, meine lieben Freunde.
Diese Figur hat mich lore-technisch absolut von vorne bis hinten abgeholt. Sein allererstes Auftreten, als wir auf ihn getroffen sind, bei dieser Zaubershow, wie er mit Furina umgegangen ist und sie quasi erzogen hat und sie quasi in die Schranken gewiesen hatte, damit sie ihren leicht arroganten Stil los wird und mal so ein bisschen auf sich selber klarkommt, dieses Schauspielerische los wird und wie er dann in der restlichen Story geredet hat, dieses neutrale, analytische, einfach von vorne bis hinten, super genial. Diese Figur hat mich storytechnisch zu 100% überzeugt und ich freue mich mega darauf, ihn in der 4.1 spoilern zu dürfen. Das wird ein absolut geniales Erlebnis, meine lieben Freunde. Dementsprechend freue ich mich auch auf die 4.1, einfach nur, weil er jetzt da ist. Okay, plus, dass die Story sehr großen Cliffhanger dagelassen hat. Bedeutet, ich freue mich auch auf die Story der 4.1. Aber diese Figur, dachte ich, wäre super öde. Sein Design war auch sehr cool, aber wirkte halt trotzdem sehr trocken. Was er ja auch ist, aber halt sehr cool trocken, weil er eben versucht, auch irgendwo die Leute abzuholen. Auch mit ihm auf Platz 3 war das auch der letzte Bande auf Platz 3. Bedeutet, um Platz 2 und 1 streiten sich jetzt zwei Waifus und auf Platz 2 landet Clorinde. Diese Frau hat einfach so einen abgöttisch guten Auftritt hingelegt in der 4.0. Leider nur einen sehr kurzen Story-Auftritt, aber der war abgöttisch genial, wie sie da in den Kampf mit eingestiegen ist. Hat mich so zu 100% abgeholt, dass ich diese Frau unbedingt pullen muss. Davor dachte ich, jo genial, Mami, mächtig haben, werde ich pullen, easy, ist halt da. Aber dadurch, dass sie jetzt auch noch Story- und Lore-technisch so überzeugt hat, sowohl in diesem Kampf, wo sie eingesetzt hat, als auch danach in dem Gerichtsprozess, wo sie einfach die Sprüche rausgehauen hat, als wäre sie überzeugt von dem, was sie sagt, damit hat sie mich extrem stark überzeugt. Also diese Lady möchte ich unbedingt pullen. Und ich glaube, mit der 4.1-Story und der 4.2-Story kann sie es auch nicht mehr verhindern. Und ich hoffe, die wird auch noch mehr Auftreten haben, als das, was sie bisher nur von ihr erlebt haben. Doch damit wird mein Platz 1 sehr klar. Und das ist Alecchino. Ich rede schon die ganze Zeit von ihr. Seit wir sie das erste Mal in den Trailern gesehen haben, habe ich mich verliebt. Seit wir sie das erste Mal in den Fontaine-Trailer gesehen haben, habe ich gesagt, ich möchte, dass sie spielbar wird. Und wehe, Hojewürst zieht mir da einen Strick durch die Rechnung und sagt sich so, nö, wir machen sie nicht spielbar. Ich möchte sie unbedingt haben. Sie ist für mich einfach die Genshin Impact Waifu, auf die ich so lange gewartet habe. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich sehr viel Zeit mit ihr spielen werde. Genauso wie Kiching, genauso wie Ayaka. Das sind ja auch zwei Figuren, die ich einfach unendlich liebe. Gerade Kiching suchte ich wieder seit der 3.0, wie nichts Gutes. Also ich laufe eigentlich nur mit ihr rum. Und genau das gleiche wünsche ich mir auch von Alecchino. Ich hoffe, ihr Kid wird mir so gut gefallen, wie mir aktuell ihr Aussehen gefällt, wie mir aktuell ihr Auftreten gefällt, als auch, wie mir gefällt, wie sie in die Story eingebunden wird. Dass wir alleine schon aus dem Trailer wissen, dass sie noch ein Drahtzieher hinter Linnae und Inette ist, die gleichzeitig aber in der 4.0-Story sich irgendwie mit uns anfreunden, ne? Und man nicht weiß, wird sie ihre Drähte auch jetzt so ziehen, dass sie sich wieder gegen uns verschwören? Oder ist sie vielleicht nur so ein bisschen drin und ähnliches? Und was wird sie am Ende mit dem Urwasser zu tun haben? Wie möchte sie die Prophezeiung verhindern oder doch nicht verhindern oder doch dafür sorgen, die Prophezeiung irgendwie zu starten? All das sind so viele Fragen, die sich noch in meinem Kopf stellen, die erst mit der 4.1 oder gar 4.2 geklärt werden, dass ich einfach weiß, ihr Design überzeugt mich. Ich hoffe natürlich, sie wird ein schneller Charakter in ihrem Kampfzügen und ihre Lore überzeugt mich auch komplett bis hierhin. Aber gerade das Design war ja das, was man im ersten Moment gesehen hat. Und ja, ich bin hin und weg. Also für mich eine ganz, 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 ganz klare Nummer. Sie easy auf Platz 1. Doch jetzt seid ihr gefragt, schreibt nochmal eure 11 Plätze in die Kommentare. Und falls ihr euch fragt, was ich noch gerne mag an Figuren außer Alecchino, schaut vielleicht mal bei einem Honkai Star Rail Video von mir vorbei. Denn da habe ich auch Waifus vorgestellt, von denen ich absolut überzeugt bin. Und ja, ich denke, ich werde die auch definitiv pullen in der 1.4 dann von Honkai Star Rail. Ansonsten habe ich auch nochmal alle Figuren spielerisch bewertet. Also auf einer Tierlist, wo ich wirklich über den Spielstil der Figuren rede und nicht über das Design oder ähnliches. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, falls ihr bei Genshin Impact bleiben wollt. Das waren meine zwei Videoempfehlungen des Tages. Dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Video.